Der Trainer hat es geschafft, dass wir wieder daran glauben, dass jeder hier daran glaubt. Und jeder Punkt, jeder Sieg nährt diesen Glaube. Abreißen ist total besonders. Die letzten Male schon beim Aufwärmen, wir kommen raus, es sind so viele Leute da. Wir werden schon beim Aufwärmen super laut empfangen und dann, glaube ich, ab dem Ausgleich ist es so übergeschwappt. Es war wirklich so unglaublich und es macht so viel Spaß gerade. Wir hatten komplett ausverkauftes Haus gegen Hoffenheim. Letztes Jahr hätten wir vielleicht 25.000, 26.000 gehabt und das ist wirklich super, was die Fans gerade auch abreißen. Noch müssen wir dafür arbeiten, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, es liegt auch irgendwo in der Luft, jetzt über die rechte Seite. Mit uns die Kassi, geile Flanke, richtig geile Flanke und ein richtig geiles Tor! Ja, wir haben vor dem Spiel schon gesagt, dass sie den Rückraum bei Ecken vor allem ein bisschen freilassen. Nadim und Titi haben sich den Ball zweimal hin und her gespielt und ich war immer noch frei und habe dann gerufen. Hab dann Ball bekommen und aufs lange Eck gezielt. Dann ein bisschen Glück gehabt dieses Mal, in die richtige Ecke abgefälscht und brutales Gefühl vor der Kurve, dann zu jubeln. Wahnsinn, ich glaube, in den letzten paar Spielen sind einige Knoten geplatzt bei uns. Erstmal, dass wir jetzt die letzten paar Spiele richtig gefährlich vorne sind, die Chancen reinmachen, was uns so die ganze Saison ein bisschen gefehlt hat. Und auch hinten, natürlich eine Situation, erste Halbzeit, hatten wir, wo wir das Tor kassiert haben, aber ich glaube, das war die einzig richtige Möglichkeit von denen. Von dem her haben wir es dann super umgedreht, haben weiter an uns geglaubt. Es hat heute einfach Spaß gemacht, auch auf dem Platz zu stehen. Ja, flache Variante, gedacht für Kramaric, aber angekommen bei Amiri. Und der Umschaltmoment läuft, Amiri über die Mittellinie, zentrale Position, am ersten Hoffenheimer vorbei. Drei Mainzer gegen drei Hoffenheimer, in Mene, im 16er. Quer gelegt. Oh, Baumann kommt dran. Nachschuss. Ja, Kopfball. Es fühlt sich super, super gut an. Ich glaube, wir waren so dominant schon in der ersten Hälfte. Gehen dann total unglücklich mit 0-1 irgendwie in die Pause. Und kommen dann nochmal stärker raus. Das war echt beeindruckend. Wir haben richtigen Flow, wir haben Aggressivität, wir sind auch geduldig, wenn wir mal hinten liegen und das macht so viel Spaß. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit von Onisivo, seinen ersten Saisontreffer zu erzielen nach dem Fehler der Hoffenheimer. Nee, erstmal Chance vertan, aber nochmal gut von Tom Kraus. Onisivo, da ist er doch noch, da ist er doch noch! Ja, sehr gut auf jeden Fall. Da ist mir auf jeden Fall Stein vom Herzen gefallen. Ja, ich glaube, das sieht man immer wieder, wenn die Spieler reinkommen, so wie Sille, der was unser Kapitän ist, der was auch keine leichte Phase hat gerade, aber trotzdem alles raushaut jedes Mal, wenn er reinkommt und auch wichtig ist für die Mannschaft. Das versuchen wir jetzt zu machen, die was ein bisschen hinten dran stehen. Wir wissen ganz genau, dass wir jetzt noch nicht viel erreicht haben. Es sind immer noch ein paar Spiele, wo wir in jedem Spiel auch wieder punkten müssen. Es ist nicht so, dass wir uns ausruhen dürfen, aber wir werden genauso fokussiert in der Woche weiterarbeiten und gucken, dass wir die Punkte dann in den nächsten Spielen genauso holen.